Geht's euch gut? Noch. Ja, magst du jetzt mal hier meine Gäste und meine Freunde begrüßen? Du hast Freunde? Ja, wenn du so weitermachst, dann komm jetzt mach hin. Na gut. Also ihr Lieben, mein Name ist Gerhard, auch bekannt als The Walking Dead. Und ja, ich bin ein Zombie. Wow, echter Zombie? Ja. Aber isst du auch Menschenfleisch? Na ja, hier am letzten, gell, nag ich die Gehirne. Wow, okay. Na, du musst dir keine Gedanken machen, gell? Okay. Früher, gell? Früher, da ich ja Vegetarier. Oh, er war Vegetarier? Ja. Hättest du mich ja gar nicht essen dürfen. Ja doch, Steckrüben gehen klar. Da lacht ihr, ne? Ja, Alter, was, du musst ja keine Gedanken jetzt mehr machen, ne? Du stehst nicht auf meiner Steißekarte. Oh, das ist sehr lieb, danke. Ja, der Arzt hat gesagt, ich soll auf die Nacht nicht mehr so fett essen, gell? Okay, ja. Und ich esse auch keine Clowns. Aha, wegen der ganzen Chemie in der Schminke, ne? Na, die schmecken so komisch. Oh! Ja, letzte Woche in Rüsselsheim, die haben den nicht verstanden. Cool. Sagen wir, Ja. Du hast einen Schuh verloren. Na, angefunden. Achso! Das ist ja. Wo warst du heute den ganzen Tag? Ich war auf dem Friedhof. Oh. Oh, okay. Wer ist tot? Alle? Na, alle sind da tot. Oh, Moment. Hast du dir der eine ausgebuddelt oder was? Na, ich esse doch nichts aus der Dosen. Ich war dort wegen der Besucher. Moment, du hast ja einen... Na, du bist völlig falsch. Klär mich auf. Also, ihr Leute, Friedhöfe, hast du's? Ja. Friedhöfe sind die idealen Single-Dörsen. Bitte was? Single-Dörsen. Ja, ich hab das schon verstanden, aber... okay, eins nach dem anderen. Du bist Single? Ja. Hast du keine Freundin? No. Das ist eine Puppe. Und außerdem, gell, das heißt jetzt nicht mehr Single, sondern man sagt alleinstehend mit Frustrationshintergrund, gell? Okay. Ja, naja, und da lese ich die Todesanzeigen in der Zeitung, gell? Und dann weiß ich, wer wieder zu haben ist. Echt jetzt? Ja. Funktioniert's denn? Na ja. Ich hatte letztes ein Date. Ich habe die Kleine mit nach Hause genommen und an allen vernascht. Oh, so richtig mit. Hingabe und Leidenschaft? Na, no, mit Rucola und Balsamico. Na, no, mit der anderen war ich im Kaffeehaus, gell? Die sollte dann erstmal zur Toilette. Ist also dann direkt zum Ausgang raus. Wie orientierungslos einige doch sind. Also du darfst auch nicht irgendwie das Gespräch anfangen mit weiß jemand, dass du hier bist? Na? Nein. Du, was? Ja, der Arm da. Was ist damit? Na, der hängt da. Ja? Naja, das sieht doch glatt aus. Ja, kannst du nicht bewegen. No. Wieso? Wieso? Na, schau da. Da hast du ein Stecken drin und da nicht. Ach so, und jetzt? Warte mal, pass auf, ich mache Folgendes. Wir nehmen den mal hoch, weißt du, dann sieht das ein bisschen besser aus. Oh. Oh? Ah, ich kann den bewegen. Hast du den jetzt kaputt gemacht? Ja. Unfassbar. Das tut mir schon auch weh. Ja, du bist aus Stoff emotional.
weißt du was, pass auf, wir machen Folgendes, das müssen wir hinterher reparieren. Setz dich mal drauf. So, das können wir jetzt nicht machen, das müssen wir hinterher. Das sieht jetzt noch blöder aus. Ja, das machen wir hinterher ganz. Was anderes. Themawechsel. Ist dir das jetzt unangenehm? Ja, ich krieg noch Miete von dir. Geht nicht. Was? Na, dir wurde gekündigt. Oh, wieso das? Na, angeblich würde ich die ganze Zeit auf der faulen Haut liegen. Okay, und jetzt? Naja, das ist nicht schlimm, denn ich mache demnächst mein eigenes Geschäft. Cool, was machst du denn? Einzelhandel. Aha, und was genau? Ersatzteile. Autoersatzteile. Na, Menschen, genau, Menschenersatzteile. Echt jetzt? Ja, hier, ich nenne den Laden dann The Walking Dead, Nearer to Go. Es ist ernsthaft jetzt? Ja, du, ich hatte auch schon Radiowerbung, magst du noch hören? Ich denke schon. Du, Herr Tontechniker, mach dann noch, ja genau, das Radio an. Nimm 3, zahl 2. Bei Zombies Innerei, der Organhandel Ihres Vertrauens. Fehlt dir zum Leben ein Organ? Lass einfach mal den Zombie ran. Seit vielen Jahren ich schon schwärm für Zombies Secondhand-Gedärm. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Okay, gut. Und wann geht's los? Na, das kann noch ein bisschen dauern. Aha, wieso das? Naja, ich wollte den Gesundheitsminister fressen. Den Karl? Na, den vom letzten Mal, den, wie hieß er? Jens, ne? Das kannst du dir sparen. Oh, gut. Ich hab dir gesagt, die verstehen den. Ja, ja, und was machst du jetzt? Du musst ja was für einen Übergang suchen, oder? Ja, was machst du? Einarmiger Erschrecker auf der Geisterbahn, ha? Entschuldigung, ja. Schlechter Witz. Ja. Okay. Na, hier, Leute, hielt das, ich werd Kanzlerkandidat. Ernsthaft? Ich meine, was hast du denn für Qualifikationen? Na, hast du noch gesehen, was die anderen alles für Qualifikationen haben? Ja. Aber ich weiß nicht, meinst du, das wäre was für dich? Naja, mittelalterliche Ideen. Mehr Schatten als Licht. Ich wäre der ideale Politiker. Ich weiß nicht, ein Untoter, hä? Na, die von der AfD sind doch auch alle hirntot, oder? Ja, aber ich weiß nicht, du solltest dir vielleicht irgendwas anderes, lass doch mal diesen Arm da in Ruhe. Ja, du hast gut reden, ne? Du hast ja noch zwar, ne? Wo ist denn dein anderer Arm? Du hast hoffentlich Handschuhe an, oder? Ja, so, das ist jetzt also, nee, komm, ihr Lieben, ich mache mich jetzt wieder vom Acker, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und immer schön dran denken, ja, den Organspendeausweis immer schön mitnehmen. Okay. Tschüss zusammen, macht's gut und vielen Dank.